Hallo, ich war letzte Woche im DM und habe die letzten Reste von M&Y ergattert. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, geht M&Y aus dem Sortiment. Ich zeige euch den Haul erst jetzt, weil ich in der letzten Woche noch meine Schminksammlungsreihe zu Ende bringen wollte und ich wollte das gerne am Stück hochladen. Ja, leider war der Aufsteller schon fast komplett leer, was ich sehr schade fand. Ich wollte unbedingt noch einen Rouge haben, weil ich die Blushes von M&Y sehr toll finde. Ich habe ja dieses Rouge aus dieser einen LE, was so mein Lieblingsrouge ist mit. Und dann habe ich auch noch eines aus dem Standardsortiment. Und ich wollte einfach nochmal zugreifen und wollte ein paar Rouges mir holen, aber die waren schon alle weg. Also es gab noch zwei, aber die waren so rosa-pinkig. Und ich glaube, das ist nicht so unbedingt mein Farbton. Aber ich habe mir vier Nagellacke mitgenommen und einen Lidschatten. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch die mal, ne? Also, ich fange mal an mit dem Nagellack. Ich finde die Lacke von M&Y sehr schön. Das hier ist die Farbe 249, ein Nude-Ton mit schönem Schimmer und Glitzer. Und das ist auch das, was ich an den Lacken so gerne mag. Denn die von P2 sind ja oft so stumpf und haben gar keinen Schimmer und Glitzer drin. Und die von M&Y eben schon. Und das finde ich richtig toll. Und vor allen Dingen halten die bei mir viel länger als P2-Lacke. Bei P2-Lacken habe ich meistens, wenn ich mir die Nägel am Abend lackiere, dann sind sie am nächsten Tag vorne schon wieder abgesplittert. Was wohl auch an meinen Nägeln liegt, weil die sich oben ja, abhellen, irgendwie die einzelnen Nagelschichten. Und deswegen hält der Lack nicht richtig. Aber es ist einfach schade, wenn man sich am Abend die Mühe gemacht hat, damit man dann am nächsten Tag einen schönen Lack hat und dann ist alles wieder weg. Und die von M&Y, die halten eben besser. So, dann habe ich noch einen schönen Rosaton. Das ist die Farbe 264. Und auch hier wieder mit schönem Schimmer. Boah, ich finde die Farben so schön. Und ich bin so traurig, dass es nicht mehr Farben noch gab in dem Aufsteller und ich mir nicht mehr hätte holen können. Ein wunderschönes Pink, die 261. Die ganzen Sachen haben übrigens 1,45 gekostet. Ich weiß jetzt nicht, wie der reguläre Preis dafür ist, aber 1,45 ist nicht so teuer. Und dann noch ein schönes Violett. Die 200, nee, die 553. Ja, und dann habe ich noch einen Lidschatten mitgenommen, die Farbe 209. Sehr schöner Ton für den Alltag. Schimmert auch ein bisschen. Ich habe ihn euch vorhin schon auf der Hand geswatcht. Aber ich glaube, das habe ich schon wieder abgerubbelt. Sieht man hier, was das für ein schöner Schimmer und Glanz ist. Finde ich richtig, richtig schön. Oh. So eine schöne Farbe. Ich hätte gern mehr mitgenommen, wenn sie noch mehr gehabt hätten. Wie gesagt, falls bei euch auch ein DM ist, der M&Y-Lacke hat oder so, also wahrscheinlich hat der DM M&Y-Sachen und nicht nur Lacke, sondern halt generell Sachen, dann schaut euch das mal an und vielleicht findet ihr ja auch was Schönes für euch. Ja, ich meine, über die Verpackung lässt sich streiten, aber die Sachen waren schon ganz gut. Deswegen finde ich schade, dass sie aus dem Sortiment gehen. Und ich bedauere, dass ich nicht mehr davon habe. Naja, das war mein kleiner Haul. Ich will am Ende eigentlich immer was anderes sagen als das war meine Schminksammlung, das war meine Pinselsammlung, das war meine Nagellacksammlung, das war der Haul, das war das Video, das war ich. Aber ich weiß nicht was. Und ja, das ist irgendwie so ein eingebürgerter Schluss, der mir immer am Schluss einfällt. Wenn mir gar nichts einfällt, dann fällt mir das ein. Also meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!